Hallöchen, liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei euren Amüsiertabletten. Ich bin euer Crunchcow und ja, wir machen weiter. Oh, Nationaltrainer auf Fährte für Südafrika. Nö. Danke. Spielerentwicklung. Wir haben wieder die Möglichkeit, Spieler zu entwickeln. Wir werden wieder unsere Mittelfeldspieler entwickeln. ZM. ZOM. Und noch ein ZM. Da gucken wir mal eben, dass wir die mitnehmen. Dann werden wir Finne vorne weiter ausbilden. Und dann gucken wir mal noch Richtung Innenverteidigung, dass wir Ziereis nochmal mitnehmen. Simulieren das Ganze. Ja, Engel macht einen guten Sprung. Hat die Ballkontrolle dann nochmal ganz doll ausgebaut. Finne ist jetzt aufgestiegen auf die 70. Auch gut gelaufen. Das ist schön. Als nächstes geht es gegen SV Sandhausen. Kein Glück in Spanien. Mögliche Nationaltrainerposition. Kein Glück in Spanien. Klostermann von Red Bull Leipzig. Ja. Nee. Marc Hornschuh. Gucken wir mal, ob wir den mal einsetzen können. Ah, Hienstad. Würde ich eigentlich ungern. Und dann Kalla, Hornschuh. Aber er ist gut drauf. Er ist wirklich gut drauf. Dann soll der belohnt werden dafür, dass er gut drauf ist. Pico ist gut drauf, er ist nicht so gut drauf. Eigentlich sind alle gerade gut drauf. Wir lassen ihn mal starten. Aber ansonsten verbleiben wir erstmal bei unserer Stammaufstellung. Irgendwie hat der Trainer, der Vorstand unsere inzwischen auf 80 hochgesetzt. Unsere Sicherheit im Amt. Das ist ganz gut. Heimspiel müssen wir eigentlich mal gewinnen. Gerade auch gegen SV Sandhausen, auch kein schlechter Gegner. Da müssen wir echt mal gucken. Flachpass, Bronze, alles klar, ey. Das will niemand sehen. Wir wollen Action. Wir spielen zu Hause in Hamburg. Hier sieht man die Spieler des SV Sandhausen. Und im Hintergrund die Träger von dem, ja, Bundesliga-Logo. Hier geht's rund. Hier geht's gleich los. Und zwar haben wir Anstoß. Los geht's. Finne spielt runter. Erstmal gleich einen Steilpass machen. Alles klar. Sobota. Sobota spielt wieder zurück zu Finne. Dann geht's raus auf Duziak. Spielen wir den Ball mal lang. Bisschen gestolpert. Jetzt stand der Schiedsrichter im Weg. Alter. So nicht. Himmelmann. Ziereis war da. Hornschuh. Weiter in die Mitte. Finne. Duziak wieder im Spiel. Zurück. So, jetzt mal raus. Hornschuh. Ah, da komme ich nie ran. Da komme ich auch nicht ran. Oha. Ziereis da sehr aufmüpfig, nenne ich es jetzt mal. Gut gemacht. Besser so als gar nicht. Da muss man schon ein bisschen in die Zweikämpfe gehen. Ja, der Abschlussversuch gilt als Chance. Deswegen wird hier auch nicht unterbrochen. Schade. Hätte man durchaus auch vielleicht etwas mehr draus machen können. Da bin ich mir nicht so sicher. Defensiv standen wir jetzt. Oh, vorbeigerauscht. Defensiv standen wir ganz gut.
Ah, zu weit nach vorne gelaufen. So, die Fans sind da. Sehen, dass wir hier auch vielleicht ein bisschen in Not sind. Himmelmann. Ziereis buxiert da draußen rum und jetzt hat er ihn abgelenkt. Ecke. Wir sind gerade da nicht ganz so pragmatisch unterwegs. So, Stefania, gut gemacht. Hier raus, auf Finne. Er muss jetzt laufen, er hat keinen, mit dem er spielen kann. Und jetzt auf Boadus. Boadus abgedrängt. Jetzt wird geklärt. Doch sehr unter Druck gesetzt, deswegen Ecke. Völlig verdient. Ah. Unsere Eckenvarianten kommen nicht mehr an. Von Hornschuh reingebracht, der Ball. Total nutzlos. Oh, der kam gut durch. Lass ihn raus, lass ihn raus. Den holen wir uns dann doch nicht. Abseits. Ja, da wollte ich auch gar nicht mal so hin. Ich wollte ihn noch unten anspielen, aber der war eben in der Nähe. Oh, das wäre was geworden. Schöne Sache, wenn ich da jetzt rangekommen wäre. Nierig. Ganz gut gemacht da. So. Finne! Finne! Dafür haben wir ihn gekauft. Da war aber auch ein Loch in der Mitte. Du alter Falter. Und dann kommt Finne. Ah, hätte auch klarer sein können. Aber wahrscheinlich auch nicht gerade sein bester Fuß. Auf jeden Fall abgeschlossen. Die Pauli-Fans, die feiern. 1-0 gegen Sandhausen. Hätte uns schlimmer erwischen können. Die spielen aber mit Druck nach vorne. Also ist jetzt nicht so, dass man da sagt, ei, ei, ei. Ah, hätte ich den mal weitergenommen. Ah, so ein bisschen Gemetze jetzt hier hinten. Auch sehr viele mit nach vorne gekommen, die da eigentlich gar nicht sein müssten. Oh, jetzt Einwurf. Duziak hier gut reingegangen und abgefangen. Hier jetzt ein bisschen zu spät. Boah, so Botta bedrängt. Ja, und dann war ich es, der gefoult hat. Sicher doch. Sicher dat. Bisschen bedrängt haben wir ihn hier schon. Eigentlich Handspiel, aber anscheinend doch nicht aktiv zum Ball. Handspiel ist hier ein. Das heißt, es wird auch gepfiffen. Ja, und der geht vorbei. Alles klar. Wir sind in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Ach, Mist. Also auch mit dem langen Ball keinen großen Erfolg gehabt. Oh, der kam durch. Und jetzt ist vorbei. So. 1-0. Schönes Tor von Finne. Die Fans scheinen zufrieden. Immerhin. Wir machen genau so weiter. Stefaniak noch nicht sein volles Potenzial hier entfaltet. Das wundert mich ein bisschen.
So, Nerich hat sich da durchgesetzt. Nach. Wieder zu umständlich, das Ganze. Pfanne, Finne im Fokus. Das ist auch zu Recht, denke ich mal. Denn Finne ist hier jemand, der uns hier ganz doll am Laufen hält. So. Ja. So. Party angesagt hier. Abgeblockt. Unsere Pässe kommen besser an als die von Sandhausen. Das wird unter anderem auch ein Grund sein, warum wir hier so gut abschneiden. So, jetzt bringen wir den mal direkt. Ah! Nochmal Ecke. Standardsituation. Lauf an Strafraumrand. Lauf auf den kurzen Pfosten. Lauf auf den langen Pfosten. Moment, was habe ich jetzt gesagt? Lauf auf kurzen Pfosten, alles klar. Und, da ist einer hochgestiegen. Hat nur auch nichts gebracht. Mal ein bisschen defensiver stellen. So, Himmelmann. Nein! Weg. Das wollte ich so gar nicht. Ich wollte eigentlich weit auswerfen, aber irgendwie hatte da dann doch jemand was dagegen. Ziereis. Nochmal wieder abgeblockt, den Ball. Wäre wahrscheinlich gar nicht mal so gefährlich geworden. Ja, lieber einmal mehr abgeblockt. Als hinterher. Hornschuh! Gut gemacht von Hornschuh. Und schlecht gemacht von Woten. Okay, alles klar. Wir gucken mal eben, wie es mit der Kondition des Spielers bestellt ist. Und ob wir nicht nochmal was Defensives reinholen. Ja, so viel defensiver ist er jetzt auch nicht. Aber wir holen mal Avevor rein. Na, er läuft an. So, Stefaniak, Avevor, raus auf Bubala. Bubala hat ein bisschen Platz, lassen wir ihn laufen. Ah, Klingmann. Kommt da an den Ball ran, wäre wahrscheinlich noch nicht mal gefährlich geworden. Mist. Buch, nee, Hornschuh. Ah, jetzt müssen wir uns erst wieder konzentriert stellen. So nicht. Ah, und dann kommt der Ball so, wie er kommt. Und das ist ärgerlich. Jetzt sind wir im Kontersituation. Kontersituation für Sandhausen. Nicht gut. Nicht gut. Und Himmelmann. Finne. Na, den konnte er nicht mehr richtig spielen. Da fehlt auch schon so wieder ein bisschen die Kraft und die Physis. Ah, zu früh. Der Stefaniak ist durch. Finne. Oh! Junge, Junge. So, Nerich ist durch. Dafür holen wir jetzt nochmal Buchtmann rein.
Instart. Auch für Hornschuh ist auch schon ziemlich durch. Warum eigentlich? Aber auch die Innenverteidiger sind ein bisschen mau und matt. Ich weiß nicht, wie knapp der vorbeigegangen ist. St. Pauli-Fans hatten schon so ein bisschen Arr gejauchzt. Ja, aber Knaller, der hält ihn da sicher fest. Das war ja nun nix. Nix, womit man hätte uns in Bedrängnis bringen können. Buchtmann. So, Ballbesitz halten. Nicht jetzt leichtfertig hergeben. Dann lieber doch nochmal in die Mitte spielen über Stefaniak und Finne. Und dann vielleicht oben mit Heden Start. Ja, nicht leichtfertig hergeben, sagte er. Und der Ball sprang ins Aus. Da hätte ich gerne den Ball ein bisschen anders gespielt, aber... Oh, das war eng. Auch für die 3 Minuten Nachspielzeit. Wir sind in der Nachspielzeit. Hier wird wahrscheinlich nicht mehr... Nee, hier wird nichts mehr gehen. Aus, vorbei. Wir gewinnen das Spiel 1-0. Läuft bei uns. Läuft. Wenigstens hier. Finne hat sein Dingens gemacht, sein Tor. Das ist gut für die Moral. Die letzte Partie. Ich habe mich gut geschlagen, denke ich. Finne wird bejubelt. Wir sind immer noch auf dem 5. Platz. Und da können aber noch einige nachziehen. Düsseldorf könnte uns noch überholen. Aber wie es weitergeht, das sehen wir erst beim nächsten Mal wieder. Das spielen wir gegen Union Berlin. Bis dahin. Haut rein. Ciao.